Hallo, ich heiße Juri Schaaf. Im Film Kompass spiele ich die Rolle von Thomas. Die Handlung des zweiten Teils des Films spielt in den Bayerischen Alpen, an der deutsch-österreichischen Grenze. Zurzeit bin ich gerade in Wien und möchte euch etwas über die Stadt erzählen. Wien ist die Hauptstadt von Österreich. Die Stadt hat eine lange und interessante Geschichte. Es gibt hier viele Sehenswürdigkeiten und Museen. Wien ist aber auch für seine Kaffeehäuser und Torten bekannt. Und die leckerste Wiener Spezialität ist die Sachertorte. Die Nummer 1 für Touristen ist natürlich die schöne Wiener Altstadt. Und in der Altstadt, der Stephansdom, der im 13. Jahrhundert erbaut wurde und heutzutage das Wahrzeichen von Österreich ist. Wienerinnen und Wiener nennen den Dom liebevoll Steffel. In der Nähe kann man zwei andere berühmte Kirchen besuchen, die Peterskirche und die Karlskirche. Die Touristen besichtigen auch gern die Pestsäule, die von dem Kaiser Leopold I. im 17. Jahrhundert erbaut wurde, als Dank für die Rettung vor einer Pestepidemie. Das berühmte Kaffeehaus in Wien, Havelka, befindet sich auch in der Altstadt. Dieses Kaffeehaus wurde kurz nach dem Zweiten Weltkrieg von Leopold Havelka gegründet. Hier kommen die Staatsoberhäupter, die Wien besuchen, Künstler, Schauspieler und andere Promis. Als Sitz der Herrscher Österreichs ist Wien an vielen Schlössern und Palästen reich. Die berühmtesten davon sind das Schloss Schönbrunn, umgeben von einem schönen Parkgelände, und die Hofburg. Wenn wir schon über Architektur sprechen, möchte ich euch das Hundertwasserhaus zeigen. Schön, nicht wahr? Das Haus wurde von Friedensreich Hundertwasser entworfen. Er wollte Harmonie zwischen Natur und Menschen in die Architektur umsetzen. Ich glaube, es ist ihm gelungen. Wien ist auch die Stadt der Musik. Hier lebten und komponierten Wolfgang Amadeus Mozart, Johann Strauss Vater und Johann Strauss Sohn. Jedes Jahr findet das berühmte Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker im großen Musikvereinssaal statt. Das Konzert wird in die ganze Welt durch das Fernsehen und via Internet übertragen. Und jetzt eine etwas leichtere Unterhaltung. In Wien gibt es einen der größten Freizeitparks der Welt, den Prater, mit einer Menge von Karussells, Achterbahnen und weiteren Attraktionen dieser Art. Das 65 Meter hohe Riesenrad wurde inzwischen zum Wahrzeichen der Stadt. Wien ist sehenswert. Jeder findet hier etwas Interessantes für sich.